Here we go! Hallöchen Leute, Valamorgulis und willkommen zu keinem Let's Play von mir, sondern zu einem Video mit informativem Charakter. Und ich möchte mit dreierlei Themen an euch herantreten. Und da ich ja ein ausgewiesener Wortakrobat und Meister der Spontanität bin, habe ich mir natürlich alle drei Punkte genau aufgeschrieben. Punkt 1, da geht es um die Spiele an sich. Für die Let's Plays. Und da sieht es so aus, dass mein Uploadplan in baldiger Zukunft ein wenig umstrukturiert wird. Darum bin ich jetzt schon auf der Suche nach weiteren Spielen. Ich habe ein Spiel bereits vorbereitet und ein weiteres wird definitiv Harry Potter 3 sein. Ich werde die ganze Reihe spielen. Und das heißt, das wird definitiv Harry Potter 2 ablösen, wenn das fertig ist. Aber zum Beispiel für die Reihe der Disney-Spiele habe ich jetzt schon mal 6 mir rausgesucht, die ich sehr interessant finde. Die zeige ich euch auch gerade mal. Und da könnt ihr mir gerne sagen, boah, das finde ich cool und das. Und das werde ich mir alles zu Herzen nehmen und werde dann auch das Spiel spielen. Also da könnt ihr mir jetzt mal gerne eure Vorschläge, schicken, senden. Also, ihr könnt mich auch anrufen, irgendwie, das hier, Otto, hier, das. Nee, also schreibt es einfach in die Kommentare und dann läuft das. Punkt 2. Da geht es mir um Real-Life-Videos/Vlogs. Auch in der Richtung, in der Sparte möchte ich jetzt mehr machen. Und habe da auch schon natürlich ein paar eigene Ideen, aber bin gerade bei dem Thema, wäre ich sehr gespannt auf eure Meinung. Was könntet ihr euch gut vorstellen? Würdet ihr lieber Vlogs/Real-Life-Videos aus meinem bescheidenen eigenen Leben sehen oder eher themenbasiert? Wenn ja, welche Themen? Das interessiert mich außerordentlich. Dann komme ich auch schon zu Punkt 3, da geht es jetzt in das Thema Tutorials/Guides. Auch in diese Sparte möchte ich mehr auf meinem Kanal bringen. Und habe mir da zum Beispiel vorgenommen, ein paar Tutorial oder so eine Tutorial-Reihe, sage ich mal, über Adobe Premiere zu machen. Und auch da seid ihr angehalten, gerne mir eure Vorschläge zu senden. Ich würde gern dies und das sehen oder wie macht man so eine Blende, wie macht man jenes. Und das greife ich dann alles auf und zeige es natürlich und setze das um. Premiere, genau, dann habe ich hier noch stehen Heroes of the Storm. Hammer Spiel von Blizzard, wer es nicht kennt. Und da möchte ich in Zukunft mehr... oder überhaupt Hero Guides machen und auch da könnt ihr mir gerne eure Vorschläge schicken. Ja, macht doch mal hier ein bisschen was Falstad, weißt du, mach mal was über Zagara, mach da mal was über Jaina und dann mache ich das. So einfach ist das. Und das letzte Spiel, worüber ich mehr Guides machen möchte, ist Clash of Clans. Da habe ich schon einen Drachenangriffsguide auf meinem Kanal und das interessiert mich sehr, ich spiele es auch selber. Und das habe ich auch vor und auch da möchte ich euch gerne mit einbeziehen, dass ihr mir sagt, ja Otchen, zeig mal Mauerbrecher oder so, ne? Zeig mal, wie machst du das, wie machst du Vier-Finger-Farming, Barcher, alles mögliche. Sagt mir einfach eure Vorschläge und ja, ich werde dann schauen, wie ich es umsetze. Zum Schluss möchte ich noch sagen, nochmal vielen, vielen Dank an alle, an dich, dich, dich und dich. Denn ohne euch würde der Kanal so nicht existieren, wie er jetzt existiert. Ihr seid eigentlich die, die das ganze Leben reinbringen, weißt du? Ich bin der Zulieferer, ich nehme das auf, mache die Videos schick, lade sie hoch und ihr bringt Leben in die Bude, Freunde. Und darum finde ich es nur angemessen, euch da in irgendeiner Form mit in meine Planung einzubeziehen. Und genau deshalb, weil ich euch so dankbar bin, haue ich jetzt am Ende noch 3 random Steam Keys raus. Also 3 Keys mit keine Ahnung, was für ein Spiel dahinter steht. Das ist übrigens auch die einzige Voraussetzung, ne? Ihr sollt mir später dann sagen, was für ein Spiel dahinter war. Das interessiert mich ja. Also jeder, der das Video kommentiert, ist definitiv, also ist potenziell im Pool. Und ich werde dann nach einer Woche alle sich im Pool befindenden Menschen. Per Zufallsgenerator werde ich 3 auswählen und jeder bekommt einen Key. Ja, ich glaube, das war's. Mehr will ich jetzt auch nicht sagen. Das reicht auch mit dem Rumilama. Und ansonsten, Freunde, sehen wir uns in einem Let's Play, wenn ihr mögt. Und bis dahin sage ich Tschüssi, Leute. Valadoeres und bis bald.